Hallo und herzlich willkommen hier zweiten Folge hier bei Cat and Cops. Ich wollte mal nachschauen, da er immer noch Geräusche macht, der Trigger hier, um irgendwas rumschwirrt. Und zwar Teileverkauf, Sommerrocken. Auto, Bank. Und zwar, was haben wir drin? Ich habe immer noch Abladebunker 9,9300 drin. Ich krieg ja wieder raus. Deswegen gucken. Ob ich weiß, dass ich mal rausnehmen müsste, theoretisch, um da ranzukommen. Also, ich weiß es nicht. Ja. So, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Ja, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Fahren wir eine Runde, vielleicht kommt dann was. Könnte ja sein, ne? Fahren wir so rum. Geht im Prinzip, ist ja nicht voll. Und so kommen wir nicht rein. So kommen wir nicht rein. Einfach zu. Ja, Kurve zu eng. Das waren noch nicht diese Geräusche. Wo hat er hingekippt? Das war ja nicht keine Absicht, ne? Gut, fangen wir oben wieder an. Weizsache, das nehmen wir nicht. 4000. 400. Neun. Noch ein bisschen. Da nichts drin. Siebentausend. Mal gucken, ob wir reinkriegen. Was der Trigger ist, ne? Darum geht's ja. Jetzt gibt er nämlich Ruhe. Der Abladebunker ist nämlich leer. Und wir sind fast voll. Dann bleibt ein Rest von 5.155, das können wir hier behalten. Das macht nichts. Die werden wir jetzt einfach mal losdüsen und nochmal eine Lade verkaufen. Also rund 8.000, schätze ich mal ganz grob. Das macht bei 48 fast. Ja, 2, 6. Keine 56.000, also 55.000 und ein paar Zerquetsche. Wie gesagt, hängt vom Preis ab, wissen wir, aber so im groben Ganzen. Denke mal, werden wir deutlich über 55.000 sein. Und dann haben wir auch genug Reserven für die Feldarbeit, ne? Ist ja so. Ich fahre einfach so rüber, habe kein Auto gesehen, ne? Ja. Heute ist
Dienstag. Ja, ist gut, dass der Tag geschafft ist, kann man sagen, ne? Also 9 Stunden Arbeit, das zieht sich schon hin, also... Man früher auf dem Bau war das normal, dass man 10 Stunden unterwegs war, also auf Arbeit. Minus Pause abgezogen, bei 9 Stunden. So knapp jedenfalls. Arbeitsstunden mäßig. Dafür jeden zweiten Freitag frei. Das fand ich früher sehr schön, ne? Ist heute nicht mehr so. Da ich ja nicht mehr am Bau arbeite, sondern Produktion, Industrie bei Pöttinger. Und heute habe ich einen gesehen, einen Traktor mit einem Düngerstreuer von Pöttinger mit so einem kleinen vorn dran. Kannte ich nicht, wusste ich nicht. Kann sein, dass ich ihn gut herstelle. Im Werk, soweit ich weiß, nicht. Aber es könnte sein, dass außerhalb oder was probieren, ne? Was testen, kann auch sein. Dafür geht es irgendwo einen Markt, ne? Aber irgendwann muss man einen Bauer was Neues kaufen, wenn das alte nicht mehr, die Reparatur nicht mehr lohnt, ne? Aber ich weiß es nicht, keiner hat sich auch nur zufälligerweise gesehen an der Straße. Rausgefahren bin. So, Bremse. 8114 sogar, ne? Passt da sogar. Ja, steigen. Ja, Zeit 6. Eine Folge habe ich noch heute. Wollte eigentlich 2 noch zumachen, dass wir Samstag, Sonntag in die Reihe kriegen, aber. Ja, muss ich schauen, vielleicht mache ich das morgen. So, leer. Wir haben jetzt, ja doch, über 55.000, wie gesagt. Bringe Anhänger jetzt im Hof, ne? Ja, und dann haben wir auch schon wieder, ja. Auf dem Feld hat nichts zu tun. Das ist fertig. Da müssen wir jetzt warten. Truppe vorspulen. Mal zum Feld rausfahren und mal schauen, was die da, ob da was gewachsen ist, ne? Normalerweise wächst ja aus den Körnern, die rausfallen, neues neue Pflanzen, kann man sagen, und die würden dann entsprechend schon zu sehen sein. Ist aber nicht so, in dem, ob es hier so ist, weiß ich nicht, aber in Natur ist das so, ne? Deshalb lässt man auch ein paar Tage liegen oder zwangsläufig, wenn man doch andere Sachen ernten. Erst die Ernte durchziehen will und dann her gruppen und so. Es sei denn, man hat genug Leute, die das entsprechend machen können. Ne? Das kann auch sein. Ne? Das ist ansonsten ein kleiner Betrieb, hat eigentlich jetzt voll zu tun mit der Ernte. Und sagt sich hinterher, wenn die Ernte drin ist, dann können wir ja was tun. In die andere Richtung. Ne? Ansonsten ist die Ernte immer wichtig. Gerade bei Getreide ist, wo die Nässe nicht im Prinzip immer warten muss, dass es nicht trocken ist, damit es auch lagerfähig ist, ne? Sonst wird es eher ein Problem wegen Schimmelei, ne? Wegen Schimmel und so. Ne? Das geht ja kaputt. Im Szenario war es immer so, dass hier der Händler sagte, das Getreide oder es war zu feucht und musste mir dafür Gelder abziehen zum Trocknen, ne? Ist hier noch nicht passiert, ne? Hier ist auch noch nicht passiert, zum Beispiel eine Meldung, wo er sagen würde, Getreide wäre zu nass zum Ernten, ne? Oder ein Symbol zu nass, kommt ja nicht. Von daher ist es schon ein bisschen entwicklungsbedürftig, ne? Ich schrieb's doch gar nicht. Aber gut. Nicht übers Knie brechen, also. Ich hatte überlegt gehabt, Mensch, legst du dir aufs Ohr und schläfst eine Runde, eine Stunde oder so, ne?
Ah, das kann ich nicht machen. Das ist mir da nicht so riskant, aber wie gesagt, das ist das ganze Problem, dass ich da nicht mehr hochkomme. Deswegen, was ich machen werde, ich werde mal die Seemaschine klar machen. Vorbereiten. Ob ich hier reinkomme, da was frei ist. Da ist frei. Der Anhänger könnte auch draußen stehen bleiben. Könnte. Aber weil die Geräte halt die Witterung abkönnen, ne? Ist aber gut, die anderen Sachen. Der hat sogar ein Nummernschild. 2016. Und der Anhänger auch. 2016. Kettle an Kopf, so eine Abkürzung. So. Ich schau mal an den Seemaschinen an, ob da entsprechend was gemacht werden muss. Ob ich da was auffüllen müsste. Das können wir ja vorher fertig machen, ne? Richtig innere war aber drin gewesen. Ich glaube, Rocken, Saatgut. Das müsste ich vorher rausnehmen. Was ich weiß, haben wir sogar Rocken, Saatgut und Feststoffdünger. Draußen sollen Paletten sein. Da soll normalerweise der Saatgut reingehen können, also als Sackware. Das probiere ich mal, damit unser Lager nicht belasten für weil ich unsere Ernte rein soll. Denn da sind Paletten, da müsste ich da hinkommen. So bedeutet nix. Ah, doch hier. Start. Palette 1. Das ist deswegen wichtig, dass wir da, wie gesagt, das Lager innen drinne geht nichts. Was los? Wieso geht nicht weiter? Ja. Ah, jetzt. Ah, ja, hier taut auf. Das stimmt nicht. Oder packen wir jetzt so. Hängt von der Größe ab, ne? Der Säcke. So schon gar nicht. Gerade packen. Ist eigentlich für draußen ungünstig, ne? Weil auch wenn es bedacht ist, ist es doch immer feucht, ne? Aber innen drinnen will ich nicht reinpacken, weil da braucht den Platz für. Ja, für wichtige Sachen, ne? Für die Ernte, wenn man so weit ist, ne? Sieht man ja 1200 ist ja auch 1500. Ist Weizensaatgut und wir wollen jetzt oder ich will jetzt im Prinzip Gerste wird auch einen guten Preis. Kann man hier nicht erkennen. Im BGA-Tank ist gerade nichts drin an Gärreste. Also ja, einmal rockt. Ja, gut, okay. Ansonsten, das ist der Preis für Saatgut.
Hafen Ballenhändler, Hafen Getreidehändler. Für Mais bekommen 663, Roggen 657, Weizen 600. Gerste kriegen wir weniger. Ob da der Trag höher ist? Ja, dann mache ich Weizen. Ich brauche ja Geld. Ich brauche ja Geld. Grad. Scheint gerade Sonne rein. So, jetzt haben wir Tank leer. Dann gucke ich mal nach wegen Weizensaatgut. Das tun wir nicht. Also die Aussaat machen wir sowieso nicht fertig. Sondern ja, später halt, ne? Wer jetzt nichts bringen, und jetzt um die Zeit ist das Blödsinn. Und ich meine, in der Theorie müsste sogar klappen, wenn da steht 150 Tage, dass es sogar vielleicht sogar zu einer zweiten Ernte reichen würde. Würde. Unter Umständen. Gerade die Programmierung ist. Das ist ja die entscheidende Frage. So, eins. So, Roggen nicht. Weizen Saatgut. Muss ich gucken. Warum geht das nicht rein? Das Dünger. Müsste normalerweise funktionieren. Aber das schaue ich morgen an. Morgen an. So, schau, das sollte auch schon vorher gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, mal sehen, wie es morgen weitergeht. Hier, der Kettenkopf. Tschüss.